Liebe Freunde, in unserer Reihe Minder begabt, na und, das ist kein Hindernisgrund, möchte ich Ihnen heute mal unsere tolle Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze vorstellen. Sie wurde 1968 in Düsseldorf geboren, dann hat sie ein bisschen Abitur gemacht und hat dann wieder ein typisches linkes Laberfach wie Politikwissenschaft studiert. Und nun ist sie unsere großartige Entwicklungshilfeministerium. Die absolute Verschwendung von hunderten Millionen von Euros in Peru für Radwege begründet sie wie folgt, wobei sie denkt, dass Peru eine Stadt ist und nicht weiß, dass Peru ein Land ist. Wie gesagt, unglaublich. Das heißt zum Beispiel bei diesem Radweg in Peru, der ja jetzt Berühmtheit erlangt hat durch die deutschen Förderung, da war jemand persönlich vor Ort und hat sich das angeschaut, ob sich das lohnt. Ja, erstmal, das klingt ja ein bisschen abstrus, aber ein Radweg macht total Sinn. Wir sehen das doch in Deutschland. Im Ruhrgebiet gibt es Radschnellwege, die vermeiden wirklich sehr viel Verkehr. Und wenn wir es schaffen, in so einer Stadt wie Peru den Verkehr mit dem Auto zurückzudrängen, dann nutzt das unmittelbar dem Klimaschutz.